So, jetzt sind wir bei der Schlagzeile von Dieter Dehm angekommen. Netanjahus Wiederwahl wird nämlich nur durch einen Flächenbrand im Nahen Osten möglich sein. So zumindest die These von Dieter Dehm, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden. Bei deinem Thema, denn du sagst, Netanjahus Wiederwahl ist nur durch einen Flächenbrand möglich. Ja, ich will vielleicht eine kleine Vorrede machen zu dem Song, der jetzt allerorten diskutiert wird, wofür ich weiß nicht, ob es die Titelseite ist. Ich habe es jetzt im Internet nicht gesehen, bei der Bildzeitung sehr groß, weil ich mit Dieter Hallervorden diesen Song geschrieben habe zum Thema meiner Nichtmitarbeit beim Ministerium für Staatssicherheit und meiner Nichtbespitzelung von Biermann, etwas, was ich übrigens zutiefst bedauere. Ich hätte Du jeden in sprichst der vom DDR. Gedicht Gaza, Gaza, was gerade Ja. rauskam von Dieter Hallervorden, unter anderem auch über Apolut und deine Kanäle. Also die jedenfalls war diese wir haben ja da schon drüber diskutiert, haben auch gemeinsam schon was gemacht gehabt zu dem Ministerium für Staatssicherheit und dem eben Vorwurf, der aber eigentlich mit der Sache nichts zu tun hat, dass ich angeblich mit 23 oder 25 da für das Ministerium gearbeitet haben soll. Jedenfalls bei Wolf Biermann, der ein solcher Schreibtischverbrecher für Kriege, alle NATO-Kriege geworden ist, da bedauere ich zutiefst, dass ich nicht jedem in der DDR erzählt habe, was er für ein Schwein ist, sondern ihn gemanagt habe, sodass er es später bedankt hat. Durch mein Management hätte er sein Reichtum verdreifacht. Jedenfalls im Kern geht es bei diesem Lied darum, ich will das nur noch mal sagen, da sind wir auch beim Thema, dass das, was Dieter Hallervorden dort macht, inklusive dem Intro, wir haben das alles gemeinsam produziert, ist ja voll auf der Linie der Vereinten Nationen, voll auf der Linie von Antonio Guterres. Er sagt, er distanziert sich sehr deutlich und unmissverständlich vom Terror der Hamas. Er fordert die Freilassung, die sofortige Freilassung der Geiseln und er will Waffenstillstand. Das ist genau die Linie. Und dann kommt eben ein Gedicht, in dem ich versuche, darzustellen, dass kein Mensch als Terrorist geboren wird, sondern wie man unter bestimmten Umständen dann zu diesem wirklich dieser Flucht in eine Gewaltanwendung kommt, die dann am Ende natürlich wohlfeil ist, in Talkshows hier zu verurteilen, wo man nur die Genesis dorthin sehen muss. Angefangen, und das ist immer der Punkt, man schneidet in der unaufgeklärten Geschichtsaufarbeitung den einen Terror vom anderen ab. Französische Revolution, wie gesagt, da kommen kleine Leute an die Macht. Das Erste, was ihnen natürlich einfällt, weil sie ungebildet sind, bildungsfern würde man heute sagen, sie stellen die Guillotine auf, bringen Tausende von Unschuldigen um. Dennoch feiern wir auch im Geschichtsunterricht die Französische Revolution als den Beginn des Code Civil, also des demokratischen Rechtsstaats. Das ist der Anfang. Trotzdem da viel Unrecht geschehen ist. Aber man schneidet das ab vom Terror, der vorher durch die absolutistischen Könige den kleinen Leuten angetan wurde. So ist das immer. Wenn über Revolution gesprochen wird, beginnt die Geschichtsschreibung immer dem Terror der Revolutionäre, aber nicht mit dem, was ihnen vorher angetan worden ist. Und so ist es auch hier im Kleinen wieder. Am 2. April beschießt Israel die iranische Botschaft in Syrien, überfällt ein fremdes Land, tötet dabei Menschen, darunter zwei iranische Generäle und andere. Ich will gar nicht über die Bewertung reden der Menschen, die da ermordet worden sind. Darüber wird in den meisten Medien heute nicht gesprochen, sondern nur von dem iranischen Gegenschlag. Und jetzt muss man einfach wissen, was da die Realität ist. Die Realität ist, dass Stellt euch mal vor, am 25. Februar 2022 hätten alle Medien getitelt, die Ukraine greift Russland an. Also nachdem die Ukraine zurückgeschossen hat, als Russland da ein. Stellt euch das mal vor. Ungefähr so war das beim Angriff Israels auf den Iran. Israel attackiert den Iran, es ist nur eine kleine Zwischenmeldung. Dann der Iran schlägt zurück, überall in den Nachrichten, Iran greift Israel an. Also könnte man auch fragen, okay, wer hat jetzt zuerst geschossen? Das war doch bei der Ukraine angeblich so relevant. die Iraner vorher die USA informiert haben, wo ihre Drohnen fliegen werden und auch damit nahegelegt haben, wie die Drohnen abzufangen sind. Es war ja nicht nur Israel, was Drohnen abgefangen hat, wo da mehr angekommen sind, als die Israelis in ihrer Propaganda zugeben, sondern es waren ja auch britische und amerikanische und andere, die da mitgeholfen, übrigens auch arabische Staaten, die da mitgeholfen haben. Die hatten diese Informationen weitergereicht bekommen von den USA und die hatten sie direkt von den Iranern. Warum? Im Iran steht ein Regime erheblich unter Druck im eigenen Land. Das ist nicht ganz einfach, einen solchen anachronistischen Staat mit Mullahs aufrechtzuerhalten, einer aufgeklärten Zeit in einer Bevölkerung, die viel aufgeklärter ist als die Bevölkerung in Saudi-Arabien und Katar und anderswo, die viel mehr fordert
und auch viel mehr demokratische Forderungen hat. Das ist nicht ganz einfach. In diesem Land, die stehen da erheblich unter Druck. Und Netanjahu steht auch erheblich unter Druck. Seine Umfragewerte sind um zwischen 12% und 8% gesunken. Er würde heute nicht mehr wiedergewählt. Er hat nur eine Chance. Er zieht die USA in diesen Krieg hinein. Die USA haben nun gerade auch einen Präsidentschaftswahlkampf. Da hast du einen relativ zionistischen Präsidentschaftskandidaten namens Trump und einen ziemlich antirussischen Präsidentschaftskandidaten namens Biden. Beides keine wohlfeilen Vertreter des Weltfriedens. Also wenn Trump rankommt, muss Iran und muss auch China mit einigen an möglicherweise militanten Maßnahmen rechnen, obwohl er selbst keinen Krieg angefangen hat. Biden zeigt mit seinem Sohn, der ja Chef des ukrainischen Gaskonzerns ist, und mit Bill Gates, der da schon große Länder in der Ukraine aufgekauft hat, Landwirtschaft aufgekauft hat, zeigt, wo die Interessen liegen. Das ist die Situation, in der der Netanjahu sein Überleben versucht hat, durch mit dieser Maßnahme in Syrien die iranische Botschaft zu bombardieren, einer Provokation, bei der er wusste, es kommt irgendwas dagegen, es kann sich das iranische Regime gar nicht leisten, da nichts dagegen zu tun, dann die eben da reinzuziehen. Nun macht Iran eine vergleichsweise harmlose Gegenreaktion. Ich zitiere jetzt Herrn Steinberg, der das so bei Lanz gesagt hat, der da als Islamexperte oder Experte für den Nahen Osten eingeführt worden ist, der gesagt hat, natürlich weiß jeder, es waren die Israelis, die das bombardiert hat, so Herr Steinberg. Und natürlich war das eine maßvolle Reaktion, die vorher noch kommuniziert worden ist, damit sie nicht zu einem Flächenbrand führt. Das ist die Situation. Und nun hängt es von den nächsten Schritten ab. Die USA und teilweise sogar unsere Bundesregierung versucht jetzt mäßigend einzuwirken und zu sagen, nicht weiter eskalieren. Man hat Verständnis für und die bedingungslose Solidarität mit, wobei das immer auch eine Solidarität mit dem faschistischen Minister Smotrich ist, der selbst stolz bekennt, ich bin homophober Faschist, ein Mitglied der israelischen Regierung, nennt sich selbst einen homophoben Faschisten. Und Herr Ben-Gvir, auch Minister in der Regierung, sagt, er ist für Völkervertreibung der Palästinenser. Kann man dann auf die Matrix der Handlungen vielleicht drauflegen, was er dort gesagt hat und so weiter. Also dann bedingungslose Solidarität, aber mäßig. Und das ist das Entscheidende. Die nächsten Tage wird entscheidend. Ich wage die Prognose, dass sich die Netanjahu-Regierung, dass sie ihr zwar in den Fingern juckt, weil sie weiß, der engere Kern der Netanjahu-Truppe, dass sie auch von den Eltern der Geiseln und von vielen Menschen, die jetzt auf der Straße sind in Israel, nicht gutiert werden, dass sie dort möglicherweise versuchen, wieder mit dem Feuer zu spielen, aber sich nicht leisten können, mit dem engen Bündnispartner Deutschland und mit Biden sich im Moment zu überwerfen. Also seine einzige Chance ist, sonst wird er weg sein. Netanjahu, der da lächelnd in den ganzen Regierungskabinettssitzungen in Israel abgefilmt wird, wo man das Gefühl hat, ich denke, es ist alles für ihn so tragisch und dann sitzt er da und lacht da wie ein Hollywood-Star, also ein schlecht bezahlter, und lacht da rum. Also alles das sind Dinge, das muss man deutlich sagen, die auch auf unserem Rücken ausgetragen werden. Denn wir müssen ein Interesse daran haben, als Deutsche, als Europäer, dass dieser Konflikt deeskaliert wird, so wie der Konflikt in der Ukraine auch. Und das Waffenstillstand, wofür Dieter Hallervorden in unserem Lied auch deutlich wirbt, dass Waffenstillstand die einzige Perspektive ist und natürlich auch irgendwo noch wieder die Hoffnung zum Schimmern gebracht werden muss, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Das ist durch die israelischen Siedler und ihren Terror, den sie wirklich machen. Ich war da, also ich bin dahin gefahren mit Leuten, deren Bildschirmschoner ein israelischer Panzer war. Die sind dahin gefahren von Bak Shalom, die waren ausgesprochene Israel-Fans. Und als sie zurückkamen, war ihre Meinung wie ausgewechselt, als sie das alles in Hebron anderswo gesehen haben. Also wichtig ist, dass wir hier als Europäer unsere Karte spielen. Die kann nur Deeskalation dieser Konflikte sein und die Konzeption, die Netanjahu zu seinem eigenen egoistischen politischen Überleben ist der Mann lang genug, glaube ich, zum Unheil des israelischen Volks, dort israelische Regierungschefe, seine anti-israelische Regierung, die dort an der Macht ist, sie richtet sich auch gegen das eigene israelische Volk. Er hat nun ein ganz anderes Interesse. Ich wollte das nur deutlich machen. Netanjahu hat die einzige Chance, mit einem Flächenbrand über die Runden seines persönlichen Karriere-Daseins zu kommen. Das ist zynisch und das zeigt, wo die Menschenverächter sitzen. Und vor allem nicht ins Gefängnis zu kommen. Also Netanjahu, deswegen hat er auch versucht, das Verfassungsgericht umzubauen. Also der ist ja ein zig Korruptionsskandal. Wenn er irgendwann nicht mehr Ministerpräsident sein sollte, dann könnte es gut sein, dass er bis zu seinem Lebensende im Gefängnis schmort.
Ja, Ivan, in einer Sache sind wir uns sicherlich einig, oder sind wir uns alle einig, dass die Reaktion Israels mittlerweile in jedem Fall eine Überreaktion ist. Ich meine ja immer, dass es keinen Grund gibt, diese vollkommen zulässige, auf jeden Fall eine notwendige Kritik, die ich auch in diesem Werk von Hallervorden und dir, Dieter, sehe, dass man die verbinden muss mit irgendeiner Relativierung der Motive der Terroristen, die Hamas da geschickt hat. Das finde ich nicht nur unglücklich, sondern daran erkenne ich altlinken Anti-Israelismus, der aber das entscheidet. Was heißt der Motive? Also erklären, warum etwas passiert ist, heißt nicht moralisch rechtfertigen. Also das ist doch das Gleiche wie im Ukraine-Krieg. Nur weil man erklärt, warum Russland so handelt, wie es das tut, dass man das rechtfertigt. Also das ist bei der Hamas genauso. Wann wurde die Hamas gegründet? In der ersten Intifada. Also gegen was richtete sich die Intifada? Gegen die israelische Besatzung palästinensischen Landes. Und ja, im Gazastreifen, da hat diese Besatzung 2006 geendet. Da hat Israel danach auf Wirtschaftsembargo gesetzt, aber im Westjordanland, da geht diese Besatzung bis heute weiter. Also man muss doch mal sehen, was zuerst da war. War die Hamas zuerst da oder war die illegale israelische Besatzung eines fremden Staates zuerst da? Du hast doch Gelegenheit zur Gegenrede, lieber Dieter. Ja? Ja. Den aber dann gleich, und das ist wieder der Punkt, wo wir uns bestimmt einig sind, den dann aber gleich zu framen als Anti, es fällt dieses Wort nicht ein, Antisemitismus natürlich, das ist das Niedrige, das finde ich ekelhaft, das macht nun die Bild-Zeitung auch gerade mit deinem Gedicht, Dieter, die behaupten, das sei Antisemitismus, diese Kritik an Israel. Das ist immer die hässliche Variante, irgendwie können wir Deutschen nur das eine oder das andere. Entweder ist man glühend dafür, kennt keine Kritik an Israel, man ist Antisemit, dazwischen geht gar nichts gewann. Das heißt mal, Kevan, dann antworte ich. Also ich muss sagen, heute ist es ja leider so, dass wenn man Israel kritisiert, und zwar weil man sagt, hör zu, die Politik, die Israel macht, ist für Israel vor allem selber gefährlich. Das Land ist ja nicht besonders groß. Wer mal da war, sagt, das ist jetzt nicht riesengroß, das ist so groß wie das Saarland, umgeben von arabischen Staaten im weitesten Sinne, säkulären und nicht so säkulären. Das sollte doch auf jeden Fall ein großes Interesse daran haben, zumindest akzeptiert zu werden. Davon ist ja Israel im Moment ziemlich weit entfernt. Sobald man das eben sagt, wird einem sofort Antisemitismus unterstellt. Dabei ist dieses weiter so eigentlich Antisemitismus, weil dann kann es sein, dass das Blatt sich dahingehend wendet, dass immer mehr arabische Staaten sagen, jetzt sind wir auch mit unserer Solidarität bezüglich Israel weg. Also Saudi-Arabien könnte kippen, Ägypten könnte sich das anders überlegen. Das ist ja nicht nur der Iran. Ich finde, dass der Netanyahu der schlechteste Präsident ist, den das Land je hatte, weil es gibt, glaube ich, kein Land, in dem Juden im Moment unsicherer leben wie Israel selber. Das kann man auch daran erkennen, dass viele wegfahren und viele Intellektuelle auch nicht mehr einreisen dürfen, weil sie Kritik üben und auch viele nicht mehr dorthin wollen, weil sie sagen, das ist ja nur noch irre. Tut mir jetzt leid, dass ich Kevin auf Beschleunigung hatte, habe ich gerade zu spät reagiert, aber auf jeden Fall nochmal zu den Staaten, die kippen könnten. Jordanien hat schon ganz eindeutig gesagt, Palästinenser aus dem Westjordanland vertreibt, wenn Israel den Iran angreift, also dann wird Jordanien auf jeden Fall nicht an der Seite Israels stehen. Also Jordanien hat ja vor kurzem die iranischen Flugkörper, die Richtung Israel, beziehungsweise die iranischen Drohnen, die Richtung Israel geflogen sind, abgeschossen. Und es hat kurz darauf vermeldet, dass es mit israelischen Drohnen genau das Gleiche machen würde. Also Jordanien wird auf keinen Fall an der Seite Israels stehen bei einem großen Krieg. Und es ist die Frage, ja, wie Israel sich da verhalten wird. Also Jordanien ist einer der prowestlichsten Staaten in der Region. Da ist immer noch eine von den Briten eingesetzte Monarchie in der Macht. Also das ist auch was man sehen muss. Und Saudi-Arabien und der Iran haben sich in der Vergangenheit auch schon angenähert. Ägypten, da würde der Militärregierung vor allem die Bevölkerung aufs Dach steigen, wenn die sich offen auf die Seite Israels stellen würde. Also hat Kevan völlig recht. Also immer mehr arabische Staaten gehen auf Distanz zu Israel. Und Ägypten hat sogar schon damit gedroht, dass es das Camp David-Abkommen aufkündigen wird. Also das wäre auch schon ein völlig neuer Schritt der Eskalation. Zu dem, was du gesagt hast, A mit B vergleichen und Relativierung. Man muss sich, die jüdische Allgemeine, die ja nicht neutral ist, das kann sie wahrscheinlich auch gar nicht sein, hat ja gleich geschrieben, ja, es gab ja zu jeder Aktion eine Voraktion. Das ist absolut richtig, jüdische Allgemeine, aber es begann ja mit der Staatsgründung. Das ist die erste Aktion. Jetzt kann man immer sagen, wer hat angefangen und so weiter. Kann man sogar angefangen hat der Urknall. So kann man eigentlich, dann kann man bis zum Schluss gehen. Wir müssen uns doch eine ganz pragmatische Frage stellen. Politik ist nicht immer gerecht. Das ist einfach so. Und manche Dinge, die passiert sind, kann man auch nicht mehr gerecht machen. Also ein Völkermord, der passiert ist, den kann man nicht irgendwie mit Geld oder Barmittel, so, das ist passiert. So, wenn wir aber wollen, dass dieses Staatengebilde Israel-Palästina oder Palästina-Israel, weil die New York Times hat gesagt, man möge Palästina nicht mehr nennen. Man muss sich mal vorstellen, wenn eine arabische Zeitung gesagt hätte, man dürfte Israel nicht mehr nennen. Es wäre sofort Rassismus, wir sollten von der Landkarte wegwischen. Also wenn wir das pragmatisch lösen wollen, dann müssen wir sagen, okay, da gab es ein historisches Palästina, das ist einfach unbenommen. Da haben sehr viele Ethnien gelebt, und zwar israelische oder jüdische Palästinenser, christliche Palästinenser darf man nicht vergessen, und eben arabische Palästinenser und auch viele andere Religionen haben dort ihre Homebase. Und wenn wir wollen, dass die miteinander auskommen, das hat ja schon mal
funktioniert, bevor es diesen Staat Israel gab, bevor die Zionisten gesagt haben, wir wollen das Land jetzt haben und den Holocaust als Rückenwind genommen haben, aber schon im Vorfeld, dann sollten wir dafür sorgen, dass diese schwierige Kombination aus Menschen, die letztendlich Geschwister sind, das darf man ja nicht vergessen, ne? Sind ja alles Semiten, das wird ja immer vergessen, dass wir das irgendwie klar bekommen. Und das geht eben nicht, indem wir darauf hoffen, dass ein derart verstrittenes Ehepaar das selbst in den Griff bekommt. Da brauchen wir eine echte Eheberatung. So, das klappt vielleicht dann immer noch nicht so richtig gut, aber man weiß warum. Wir brauchen also jemand, der deeskaliert. Es gibt allerdings auch Kräfte, die haben daran kein Interesse, weil sie religiös motiviert sind, weil sie fanatisch sind, weil sie eben sagen, die Bibel ist mein Mandat. Das ist nicht nur Netanyahu, das sind auch sehr viele Kollegen in den USA, die gesagt haben, das muss passieren, weil die sagen, erst wenn es keinen Palästinenser dort mehr gibt, kein Araber mehr, dann kommt Jesus Christus oder der Mahdi oder wer wird dann herabsteigen, dann muss auch noch die Al-Aqsa-Moschee beseitigt werden. Die also sagen, wir brauchen Armageddon, weil das ist die Umsetzung der Bibel. Es gibt Leute, die so etwas tun und die sitzen zum Teil auch an den roten Drückern oder stehen hinter IPEC. Wir haben es also mit Fanatikern in jeder Art und Weise zu tun. Und wenn diese Scharfmacher über diese Möglichkeiten verfügen, dann wissen wir und sollten wir erkennen, dass die alles wollen, nur keinen Frieden, weil die wollen die Eskalation, um wirklich den letzten Palästinenser aus diesem Land zu treiben, zu verjagen, damit die Bibel umgesetzt werden kann. Wie kommt man dem bei? Ich glaube, dafür hatten wir ja eigentlich die United Nations, dass wir sagen, okay, es gibt auch, also wir haben es eigentlich mit einem israelischen Mullah-Staat zu tun, also überall. Wie kommen wir dem bei, indem die Vernunft am Ende siegt, indem wir sagen, so geht das eben nicht. Und ich glaube, und das würde ich mir wünschen, dass Deutsche sagen, okay, wer hat angefangen? Da kann man jetzt ewig weitermachen. Das bringt uns nicht, sondern beide Völker haben das Recht, auf diesem Land zu leben. Und die Frage ist ja, die Orte, die geräumt wurden von Palästinensern, sind die denn wieder besiedelt? Und das Erstaunliche, 90% der Dörfer, die plattgemacht wurden, wurden von Israelis gar nicht besiedelt. Es wäre da also auch Platz. Wer möchte denn überhaupt zurück? Weil jeder, der als Jude geboren ist, hat das Recht auf Rückkehr, auch wenn er Amerikaner ist. Aber ein Palästinenser, der vertrieben wurde, hat das eben nicht. Das ist alles bigott. Und ich würde mir wünschen, ich weiß, es wird nicht funktionieren, dass Deutsche sagen würden, gerade mit der historischen Verantwortung des Holocaust, wollten wir doch darauf für eins sorgen, dass nie wieder ethnische Säuberungen stattfinden, und zwar in gar keiner Bevölkerung, dass nie wieder Unrecht wird, weil man unter Druck gesetzt wird. Dass wir sagen, hör zu, so geht das nicht. Wir sollten uns für beide Seiten einsetzen. Was wir dann auch immer sehen, ist die Propaganda. Jetzt lädt man ja jede Menge Iraner ein, auch aus deutschen Parteien, die dann etwas dafür sagen würden, warum es richtig oder falsch ist. Ich bin gegen jede Form von Gewalt, das sage ich ganz klar. Denn mit Gewalt wird man diesen Konflikt genauso wenig lösen wie den Ukraine-Konflikt. Aber ich kann sagen, womit man ihn nicht löst, mit Unaufrichtigkeit. Solange wir unaufrichtig sind, und das sind wir, wird das nie was werden. Wir sollten die Zankähne an einen Tisch bringen, und da könnte vielleicht auch ein neutrales Land, in diesem Fall zum Beispiel mal China, die ja auch in Israel investieren, sagen, hör zu, dass da im Nahen Osten, da sind ja auch Ölquellen, da haben wir alle Interessen. Was soll das denn? Könnte das eigentlich, könnte da eingreifen? Macht aber gar keiner. Und etwas, was ich halt auch noch sagen möchte, weil ich möchte mich gar nicht auf die Israel-Kritik konzentrieren, ich bin müde, ehrlich gesagt, das hat auch keinen Sinn. Ich frage mich und würde auch mal appellieren an die OPEC-Staaten. Man könnte diesen Konflikt nämlich Land zurückgeben. Darum geht es am Ende des Tages, nämlich dass die Israelis Land zurückgeben, die Siedler sich auf das Territorium zurückziehen, auf was man sich mal geeinigt hat. Und da sollen die Palästinenser ihren Staat haben und leben. Und sie werden miteinander leben müssen, weil es bilateral ist. Dafür ist das Land auch viel zu klein. Es würde auch gehen, weil im Grunde ist das ein großer Bazar. Er hat damit zu tun, dass man unterschiedlich ist, aber miteinander Handel treibt. Das schließt sich überhaupt nicht aus. So. Genau wie Kreuzberg sich nicht von Berlin ausschließt, weil da sehr viele türkische Menschen leben. Das gehört dazu, okay? So, und das ist aber trotzdem nicht Mitte und ist auch nicht was anderes. Ich würde mir wünschen, dass die OPEC-Staaten sagen, so, wir gucken uns das jetzt schon so lange an, und unsere Art von Glaubwürdigkeit wäre nämlich dahingehend, wir haben alle ökonomische Interessen an diesem kleinen Gebiet. Warum? Weil dort jede Menge Ölfelder sind. Da haben wir erstens Saudi-Arabien, da haben wir den Irak, und in unmittelbarer Reichweite haben wir auch den Iran, dann haben wir die Straße von Hormuz. Niemand kann Interesse haben, und viele Gasfelder vor Gaza und auch in der Gebiet. Ja, so. Das musst du nochmal deutlich sagen. Das ist die Gasfelder und die Ölfelder im Meer vor dem Gazastreifen. Vor Gaza sind riesig groß, aber die gesamte Region ist das Ölfass der Welt. Ja, kann sich das auch niemand erlauben. Deswegen steht auch der Iran noch, weil es käme sofort zu einem Flächenbrand, Straße von Hormuz. Die Weltwirtschaft wird zusammenbrechen. Das eskaliert. Das kriegt keiner mehr in den Griff. Deswegen haben die Amerikaner gesagt, wir können das nicht machen. Sunniten, Schiiten, komplex. Da kann man eigentlich, wer den Wind sät, diesen Auto mal einladen, weil der kennt sich wirklich aus. Ja, weil Scholatour gibt's ja nicht mehr. Den müsste man eigentlich einladen, weil es eine sehr, sehr komplexe Gemengelage. Das sind Familienverhältnisse. Wer den Wind sät, wer das Buch nicht kennt, Michael Lüders heißt der Mann. Lest euch das gerne durch. Es sind nur 200 Seiten, ist relativ schnell durchgelesen. Ich hatte das, glaube ich, in 2 Tagen durch. Das fasst so gut, ist fast ziemlich gut die Geschichte des Nahen Ostens in den letzten Jahrzehnten zusammen. Also kann ich wirklich nur empfehlen, die Bücher von Michael Lüders. Und ja, Michael Lüders wird nicht mehr in Talkshows eingeladen. Das ist das Gleiche mit Paul Schreier, was Kevan vorhin kritisiert hatte.
Also jetzt, wo seitdem Michael Lüders sich im Ukraine-Krieg kritisch geäußert hat, wird er nicht mehr eingeladen. Und jetzt beim Nahostkonflikt macht er das ja auch. Also da kritisiert er auch diese bigotte Haltung der Bundesregierung und die bedingungslose Unterstützung für das israelische Vorgehen in Gaza. Also ja, so wie die Cancel Culture, die wir hier in der deutschen Debatte sehen. Und genau deswegen wird er nicht mehr eingeladen, weil er das in der Talkshow alles ansprechen würde. Der würde jeden auseinandernehmen, der von der anderen Seite wäre, der sagen würde, nein, wir müssen noch mehr Waffen nach Israel liefern, nein, dieser Krieg muss noch weiter eskaliert werden. Den würde Michael Lüders sofort zerstören. Also deswegen wird er nicht mehr eingeladen, weil Michael Lüders sich einfach zu gut auskennt und eine zu kritische Haltung hat. Das über Generationen, das ist nicht eben wie bei uns, ist was anderes. Es ist so durchschaubar wie für uns die japanische Gesellschaft. Das versteht man als Europäer einfach nicht. Das muss man einfach mal, das versteht man nicht. Man muss sich das, okay, muss sich dem anders nähern. Aber ich würde mir wünschen, dass die OPEC-Staaten sagen so, ab jetzt wird die Produktion um 80% gedrosselt des Weltöls und jetzt haben alle, die auf Öl angewiesen sind, ein Interesse, dass die Zankpläne auseinanderkommen. Das wäre eine einfache Möglichkeit. Und dann würden sich alle, die auf Öl angewiesen sind, hinsetzen und zu Israel sagen, hört mal zu, wir haben zwei Möglichkeiten, die Weltwirtschaft bricht zusammen oder aber ihr gebt einfach das Land zurück, was ihr euch unrechtmäßig anverleibt habt, nach dem Deal, den ihr auch hattet, in Oslo mit Arafat. Das gab ja schon eine Einigung. Das machen wir jetzt. Und wenn ihr einfach sagt, das interessiert euch nicht, weil die Bibel ist unser Mandat, dann werden wir etwas tun. Wir unterstützen euch nicht mehr. Und dann ist sofort Schluss. Weil eins darf man nicht vergessen. Die Amerikaner sind letztendlich die Faust im Hintergrund. Ohne amerikanische Militärhilfe könnte dieser Krieg überhaupt nicht gehen. Geht gar nicht, ja? Das heißt, wenn sie nur keine Ersatzteile mehr liefern würden oder keine Munition, wäre sofort Feierabend. Und die anderen arabischen Partner würden es auch nicht tun, weil die arbeiten auch mit amerikanischen Waffen. Und das werfe ich den OPEC-Staaten vor, auch den arabischen Staaten. Sie brauchen nämlich die Palästinenser auch für innenpolitische Spielereien. Ja, ja. Damit sie auch das ablenken können. Das gehört genauso dazu. Die Gearschten sind am Ende die Palästinenser, weil die werden weil viele kein Interesse daran haben, dass der Konflikt weg ist, weil die den innenpolitisch brauchen. Und was die Palästinenser brauchen, einen Anwalt, der für die Palästinenser eigentlich spricht. Ich sehe den im Moment nicht, aber vielleicht wären das möglicherweise die BRICS-Staaten oder China. Deutschland ist das nicht, Amerika ist das nicht, Saudi-Arabien ist das nicht, der Iran ist das auch nicht. Brasilien, ich weiß, ein Staat, der das, was geht denn hier einfach ab? Weil ich glaube, dieser Konflikt, der die Menschheit jetzt seit 1948 ständig auch am Rand eines Atomkriegs schleifen lässt. Ich erinnere nur an Kairo, da waren ja damals schon Atomraketen scharfgestellt worden. Wir haben ja nur Glück gehabt, dass das noch steht. Und da wird die gesamte Weltwirtschaft hochgehen, weil die ganzen Ölfelder werden verstrahlt. Wir alle sollten ein Interesse daran haben, dass diese beiden Zankkähne, die wie ein altes Ehepaar, du hast vor 2 Jahren, und das ist mein Porzellan, das hat ja keinen Sinn. Die sollten wir vom Eis holen, sagen, Freunde, es ist euer Land, ihr müsst miteinander leben und wenn ihr das nicht könnt, weil ihr lernt, ihr seid ja länger im Combat zu Hause als im Frieden, ist auch schwierig, dann müssen wir euch helfen und wir sind Länder, wir haben es geschafft. Könnt ihr zum Beispiel die Franzosen, die Briten und die Deutschen könnten sagen, wir haben auch eine Erbfeindschaft überwunden, hätte man es ja auch nicht denken können. Ja. Und das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, dass wenn OPEC hier ökonomischen Druck ausüben würde, dann wäre dieses Thema in einem Monat dahin geht in einer Roadmap, weil es nicht mehr anders geht. Und das ist das große Problem. Die Erbfeindschaft mit Russland ist im tiefen Staat, wenn man den so nennt, in Deutschland immer noch vorhanden. Mit Frankreich wurde sie überwunden. Ich glaube, Kevan, du hast den richtigen Punkt angesprochen mit dem Autor, wer Wind sät, wird den Sturm ernten. Und das ist das, was wir auch in dem Lied nicht als Whataboutism und nicht als Relativierung von Terrorakten anlegen, dass keiner als Terrorist geboren wird. Das hat überhaupt nichts mit der Relativierung dieses schrecklichen Überfalls auf die übrigens meist links- und friedensgestimmten Jugendlichen bei diesem Festival am 7. Oktober letzten Jahres zu tun. Das wird nicht relativiert. Und das werden wir in dem Song auch nicht tun. Das wirst du auch von mir nicht hören, von Dieter Hallervorden nicht hören, von Jens Fischer-Rodrian nicht hören, der die Musik gemacht hat und sich auch sehr, sehr hier in der Frage engagiert. Nehmen wir nur als Beispiel, Paul, mal Nelson Mandela. Da gab es ein Burenregime der Apartheid. Apartheid war nicht nur, dass die Dunkelhäutigen in Südafrika nicht auf demselben Bürgersteig mit einem Weißen gehen dürfen, wie das ja auch lange in den USA praktiziert wurde in ihrem Apartheid- und Rassismusregime in bestimmten Staaten und Regionen und Städten, sondern da wurden die Menschen auch einfach hingemetzelt, totgemacht und es gab kein Gerichtsverfahren. Und daraus entstanden dann vom ANC oder von der Kommunistischen Partei, der damals Nelson Mandela angehörte, Terrorakte. Auch Nelson Mandela wurden Terrorakte nachgesagt. Auch ihm wurde nachgesagt, dass er ein Terrorist gewesen war. Und man muss das dann in den Verhältnissen und mit der Vorgeschichte sehen. Darum geht es. Und als die Macht des ANC zunahm, eine Macht, die teilweise mit Terrorakten, aber mit demokratischer Überzeugung, mit guten Argumenten vorgetragen wurde und das Burenregime der Apartheid in Südafrika etwas weicher,
etwas gelenkiger und etwas sensibler wurde dafür. Das wurde ja auch dann, gab ja einen friedlichen Übergang, damals zu Nelson Mandela als Staatschef. Da wurde dieser Terror auch dann sozusagen überwunden. Das heißt, in dem Maß ist Nelson Mandela zum großen Friedenshelden, zu dem Emblem der Menschlichkeit auf der Welt geworden, in dem auch die Macht zugenommen hat. Das Problem ist diese schreckliche Ohnmacht, in der du dein Kind zerfetzt bekommst, in der du einfach eine Willkür erlebst. Und wenn du mal in Hebron warst, ich weiß nicht, Paul, ob du schon mal da warst, was Siedler dort... In Amalaya, gut, aber das ist ja auch ungefähr, du kannst das ja überall ablesen. So. Was da mit dem Wasser gemacht wird, dass die den einfach mal für zwei Wochen das Wasser abstellen, dass die, aber das sind Kleinigkeiten verglichen mit den Terrorakten, wo Menschen einfach hingemetzelt werden und kein Gerichtsverfahren danach folgt. Diese schreckliche Ohnmacht, die ist der Acker, auf dem eben auch dann eine menschliche Seele zu einem Terroristen wird. Nicht jeder Terrorist kann sich darauf berufen. Das ist völlig richtig. Nicht jeder, aber es ist jedenfalls so, dass wir sehen müssen, ein Teil des Terrorismus ist eben, wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es zurück, oder wer Wind sät, wird den Sturm ernten. Das muss in der Geschichtsschreibung und auch in unserer journalistischen Aufarbeitung immer eine maßgebliche Rolle spielen. Wir sind mit daran beteiligt. Das heißt, du musst immer sehen, ich sage das jetzt mal ein bisschen komplizierter, wenn die demokratischen Kräfte in diesem Land sich weiter auseinander dividieren lassen, durch was weiß ich, Kontaktsperren, Kontaktverbote und Brandmauern und diesem ganzen Geschwätz, dann sind sie auch mit daran beteiligt, dass die Macht derer, ob das jetzt Corona ist, Gaza ist oder Ukraine ist oder der Wirtschaftskrieg gegen China oder das kleinere Gendern oder eben viele andere Dinge, die wir ja immer in dieser Sendung Nachschlag dann auch problematisieren, dann sind sie mit daran beteiligt. Wir müssen stärker werden. Denn nur wenn eine demokratische Kraft sagt, wir wollen das, was Kevan jetzt gesagt hat, wir wollen einen Versuch der minimalen Annäherung, um diesen Terror, den Staatsterror Netanjahus und den Terror von unten zu überwinden, dann gibt es eine Chance. Wir sind mit daran beteiligt. Wir sitzen nicht am Rand der Manege und deuten auf das Zirkusinnere und sagen, ja, da haben wir nichts mit zu tun, wir gucken uns das mal an, sondern wir sind unseren Handlungen, mit unseren Worten, da hat Kevan und da ist ja, ich bin auch fertig. Ich möchte was dazu ergänzend sagen. Wenn man immer sagt, ja, man darf nicht vergessen, dieser grässliche Anschlag der Hamas, die haben ja angefangen. Nein, man muss ganz ehrlich sein, das hast du auch gerade mit Nelson Mandela gesagt. Der Staat Israel ist ja nicht entstanden, weil man den Palästinensern das Land abgekauft hat. Der wurde herbeigebombt, beziehungsweise er wurde durch den Nakba, die große Vertreibung, als der große Supergau in der palästinensischen Geschichte herbeigeführt. Und diejenigen, die das damals getan haben, die Stern Gang, das Menachem Begin und Ben Gurion, die Staatsgründer, waren von den Briten damals, die das Mandat ja hatten, plakatiert als Terroristen, die gesucht waren. Die wurden später eben die Staatschefs. So, das muss man eben sehen. Und trotzdem hat ein Yasser Arafat, der ja ein Combat-Kit ist, stehen später die Hand gereicht und hat gesagt, okay, wir wollen das. Aber es gibt eben Kräfte innerhalb Israels, die das eben nicht wollen, die ja auch israelische Ministerpräsidenten weggebombt haben, weil das eben dem Bibelmandat widerspricht. Und dass die Europäer und die Amerikaner so dahinter stehen, hat damit zu tun. Das hat Petra Wild super in ihrem Buch auseinandergesetzt. Ja, auch hier gilt, wir müssen langsam zum Thema kommen. Israel ist ein Gebilde von Siedlerkolonialismus. Da kommen Menschen in ein fremdes Land und sagen dann zu den Eingeborenen, die wollen was von uns. Nee, ihr wollt ihnen das Land wegnehmen. Und dass die Amerikaner dafür Verständnis haben, das ist ihre eigene Geschichte mit den Indianern. Die Ureinwohner gibt es heute auch nicht mehr, die sind alkoholisiert in ihren Reservaten. Das darf man nicht vergessen. Und das sollten wir sehen, da sollten klug genug sein, sagen, so können wir nicht weitermachen. Ich habe fertig. Auch die Ablehnung des israelischen Staates ist eine demokratische Berechtigung, die jeder hat. Aber ich bleibe dabei, da könnt ihr reden, so viel ihr wollt. Es mag keinen palästinensischen Anwalt geben, lieber Dieter, aber es gibt eben auch keinen palästinensischen Nelson Mandela. Der Griff ist ins Klo. Der geht so fehl und entlarvt so sehr die Bigotterie deines Arguments, da entschuldige, lieber Dieter, dass es für sich steht. Und Paul, entschuldige, da muss ich intervenieren. Da muss ich jetzt leiden. Und das Ganze überschneidet sich zu hören. Und genau so, das können wir gerne machen, aber es bringt nichts. Unterbrecht euch doch nicht die ganze Zeit. Also, von mir aus, dann diskutiert 10 Minuten länger. Okay, doch, das, was du gesagt hast. Können wir ganz sofort setzen. Mach's ja, jetzt. Aber das geht. Jetzt komm. Okay. Geschmeckt, mag ja sein. Bleibe ich aber dabei, halte ich für ein bigottes Nicht-Argument oder ein Schein-Argument. Aber selbst dann ist es legitim. Man darf dagegen sein. Man darf sogar die ganze Gründungsgeschichte Israels kritisieren. Oder damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber bitte, dann soll man es doch auch gerade sagen. Ich finde die Kritik, die da in den Mainstream-Medien an diesem Gedicht, was ich für verfehlt halte und für in jeder Hinsicht Missglück, die finde ich genauso bigott, weil es erbärmlich ist, mit der Antisemitismuskeule zu kommen, wenn man das nicht mag. Wenn man den Schwulst, der da drin ist, mit dem Baby zum
Himmel halten nicht mag, den mag ich auch nicht. Weil selbstverständlich ist es immer ekelhaft, wenn Kinder sterben. Es emotionalisiert jeden, wenn sie zerbombt werden und wenn sie ermordet werden. Muss man es auch benennen. Es emotioniert restlos jeden. Völlig berechtigt. Muss man es benennen. Das darf man dann auch so nennen. Das ist gar keine Frage. Aber daraus dann irgendwelche Grundsatzkritik abzuleiten, die man vorher schon hatte, ist albern. Ist im besten Falle ist niedrig. Und das lehne ich auch ab. Und deswegen kann ich damit auch nichts anfangen. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen auch herrlich an diesem Thema, wenn man sich bei gleichem Ergebnis Interesse dann zerlegen kann an dem, was man damit verbindet. Wäre gar nicht nötig gewesen, das wäre schlau gewesen, das zu lassen. Aber bitteschön, können wir durchexerzieren. Ich bin auch persönlich der Meinung, dass das, was in Gaza passiert, aufhören muss, bedingungslos. Bin ich übrigens auch in der Ukraine. Aber ich halte mich an die alte Weisheit, dass die Expertise über Nahost offensichtlich gerade in Europa mit dem Abstand zur Region immer weiter zunehmen scheint. Und das halte ich für mich ganz genauso. Ich bin da kein Nahost-Experte, ich verkneife mir Tipps zur Lösung dieses Konflikts. Das heißt Also, sorry, wenn ich jetzt die ganze Zeit dazwischen rede, aber was heißt Expertise? Deutschland finanziert den israelischen Staatshaushalt mit Israel Waffen zum Discountpreis. Deutschland hat seine Waffenexporte nach Israel verzehnfacht. Alleine deswegen geht uns das was an. Wir könnten ja sagen, wir stoppen alle Geldzahlungen an Israel und stoppen alle Waffenexporte. Dann kann man sagen, okay, dann ist das jetzt nicht mehr unser Krieg. Da kann man sagen, okay, dann lasst uns die Debatte runterfahren. Also solange Deutschland da so viele Waffen hinliefert, solange Deutschland den israelischen Staat subventioniert, solange müssen wir darüber debattieren. Und solange kann man auch nicht sagen, ja, die Expertise nimmt immer weiter zu oder wir sollten uns da nicht, wir sollten da nicht zu sehr drüber reden. Nee, also es ist einfach auch unser Krieg, weil wir uns daran beteiligen. Durch die Geldzahlung, durch die Waffenlieferung. Genauso wie in der Ukraine. Geldzahlungen stoppen, Waffenlieferungen beenden und die Debatte ist sehr viel ruhiger. Gibt es vermeintliche Tipps zur Lösung des Konflikts, aber ich schließe mich an der Feststellung, dass das, was da stattfindet, enden muss, unbedingt. Dieter, darauf können wir uns zumindest einigen und idealerweise das ohne gegenseitiges Niederbrüllen. Denn ich denke, du hattest reichlich Zeit, deinen Standpunkt vorzutragen. Und mit deiner geschätzten, auch Kevans Erlaubnis, würde ich tatsächlich zum letzten Punkt kommen. Nicht ohne dir, Dieter, aber den Abschluss dazu geben zu wollen. Nein, das ist mach dein Thema, ich habe das ja gesagt. Es ist keine Relativierung des Terrors, es wird auch keine Relativierung des Terrors von uns geben, es ist die Linie der Vereinten Nationen in dem Lied. Terrorrelativierung wäre auch nichts, was ich dir unterstellen würde, so kenne ich dich nicht und da ist dann wahrscheinlich wieder Einigkeit da. Ob die Entnazifizierung allerdings in solchen Liedern funktioniert, ich weiß es nicht, wir brauchen sie dringend. Aber jetzt nochmal abschließend zu dem Thema, also nur weil man hatte ich vorhin schon gesagt, nur wenn man erklärt, wie etwas zustande gekommen ist, beispielsweise die Herrschaft in Gaza, heißt das nicht, dass man es gut findet, was da passiert, sondern das heißt nur, dass man es erklärt. Also, ja, da war vorhin schon eine Unterstellung von Paul Brandenburg, die ich so auch klar zurückgewiesen hätte. Was ist denn jetzt passiert? Aber damit genug zu dem Thema. Ich glaube, wir schreiten mal zum nächsten voran. Das war dann doch etwas kontroverser als gedacht.